Ich muss da nämlich was sagen. Negativ oder positiv? Was Positives. Aha. Ich habe gemeint, du musst den Reisepass mitnehmen und eine Tasche, weil wir morgen wegfliegen. Was? Mhm. Oh! The Kitchen. The Kitchen. Zeig's uns, The Kitchen. This is very, very good. Also die Stickerei, da die waren war Wahnsinn, gell? Maschinen mit vielen Farben von Garn. Also, seit einigen Jahren ist es der größte Traum von der Oma, einmal mit mir zur Produktionsstelle nach Portugal zu gehen und sich dort alles anzuschauen. Die Oma war, bevor sie Kindergärtnerin war, Schneiderin. Sie hat als Jugendliche in einer Schneiderei begonnen und hat ewig lang gearbeitet. Auch jetzt ist sie dem Ganzen noch verblieben mit ihren Goldhauben, wo es dann halt in einem Verein ist, wo sie verschiedene Sachen macht, wie zum Beispiel ihre Faschingsverkleidung. Als was gehst du dieses Jahr? Als Schneeglöckchen. Okay, und als was bist du letztes Jahr verkleidet gewesen? Als Türk. Als was? Türkisch. Was weiß ich, sein eigener Verein, wo sich alte Frauen treffen, wo sie häkeln und dann irgendwelche Goldhauben stricken. Keine Ahnung. Das Stricken ist ihre Leidenschaft, alles was mit dem Nähen zu tun hat, gefällt ihr. Und immer hat sie mir zu mir gesagt, bah, sie würde so gern mal die Produktionsstätte sehen in Portugal. Ich war selber noch nicht dort, es ging wegen Corona noch nie und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt schon einmal dort bin, dann nehme ich natürlich die Oma mit. Ich habe die Flüge schon gebucht, sie weiß aber davon noch nichts. Das heißt, ich werde sie mit dem Ganzen überraschen und ja, das mal sehen, wie sie darauf reagiert. Welches Video hast du angeschaut, Oma? Das mit dem Sex, wie oft, dass sie Sex haben, oder das mit dem Sex habe ich mir angeschaut. Eigentlich ficken wir nur mit Rappern, ne? Ach so! Wir müssen so lachen. Ja, super, dann kommst du am Montag zu mir und dann sehen wir uns. Da habe ich mich natürlich möglichst unauffällig erkundigen müssen, was die Oma für eine Tasche, Rucksack oder sonstiges oder Koffer mit hat. Bei Koffer wäre schlecht, weil ich habe kein Handgepäck gebucht. Es ist mir aber noch eingefallen, die Oma muss ja natürlich einen Reisepass mitnehmen. Wie erkläre ich ihr jetzt, dass sie einen Reisepass mitbraucht? Dann riecht die doch die... Ah, die Oma checkt eh nichts. Grüß dich. Du, nimm aber deinen Reisepass mit, fällt mir gerade ein. Ja, den nehme ich eh immer mit, ja. Okay, passt perfekt. So, wer ist denn da gekommen? Freust ich dich? Die Oma, wie du immer sagst. Oma, was habe ich zu dir gesagt? Du sollst den Reisepass mitnehmen, gell? Ja, habe ich mit. Sehr gut. Ich muss da nämlich was sagen. Negativ oder positiv? Was Positives. Aha. Ich habe gemeint, du musst den Reisepass mitnehmen und eine Tasche, weil wir morgen wegfliegen. Was? Mhm. Oh. Und lass du mal hinfliegen? Nach Portugal in die Produktionsstätte von MR. Da fahr ich mit! Da fahr ich mit! Da wolltest du immer schon mal hin und das ist die Überraschung. Kannst du mit mitkommen? Wir schauen uns die ganze Produktion an, von Strich bis Nadel, von Faden bis Nadel, wie auch immer. Ja, da kenne ich mich aus. Kannst du alles anschauen und siehst, wie das bei MR gemacht wird. Die Riesenproduktionsstätte. Nein! Ist schon alles gebucht. Ist schon alles gebucht. Morgen geht der Flieger. Nein! Tickets habe ich schon. Und am Freitag fliegen wir wieder zurück. Muss ich aber fit sein, gell? Ja, du kannst den ganzen Tag ausruhen. Und morgen ruhen wir uns auch am Strand aus. Ja. Ja? Ja. Klingt gut? Ja, klingt gut. Super. Ich koche uns jetzt Fischstäbchen und dann kannst du dich mal vom Schock erholen. Ja, ich kann das noch nicht fassen. Ja, tu dir mal. Bist ja gerade angekommen, ne? Ich muss erst runterkommen, da. Sehr schön, die Oma freut sich. Auf das war ein Willkommen jetzt. Ich immer denke, wir gehen wieder zu einem Teich. Wieso zu einem Teich? Ich bin das letzte Mal gefahren mit einem, wie hat er geheißen? Ach so, wo wir uns vor der Polizei versteckt haben, wo ich das Airbnb gebucht habe. Diesmal muss ich mich nicht vor der Polizei verstecken. Aber. Ein neuer Tag im Maximilian. Ich muss extra leise reden. Wir haben es gerade 5 Uhr oder so. Packen gerade die allerletzten Sachen zusammen. Jetzt geht es dann am Flughafen. Vom Flughafen direkt nach Madrid, Zwischenstopp und dann weiter nach Porto. Gerne mal länger quatschen. Wir legen los. Let's go. Das Handgepäck ist super. Oma, bist du bereit? Dann geht's los. I like to love you every day.
like to love you, mom. Love you, mom. Frisch aus Portugal. Das Wetter ist unfassbar. Wir sind ja schon eingekehrt in unsere Unterkunft. Die ist ziemlich, ziemlich nice. Wir haben einen eigenen Garten. Ich habe heute hier schon den ganzen Tag Fotos gemacht, Videos geschnitten, Content aufbereitet. Ich werde mit euch jetzt mal eine kleine Roomtour machen. Vorher fragen wir mal ganz kurz, wie die Oma die Unterkunft findet. Ausgezeichnet. Ich bin so glücklich. Es passt alles. Ja. Machst du mit uns eine kleine Führung? Also mein Apartment, ich kann es dir zeigen. Das ist unsere Einfahrt. Das Wetter, wie ihr seht, ist natürlich wunderschön. Da geht's hinein. Da hinten, da ist der Maxler. Sie was? The Kitchen. The Kitchen. Zeigst uns the Kitchen. Also the Kitchen. This is very, very good. Und ich war einkaufen. Einkaufen warst du auch schon in der Früh, gell? I go shopping. Breakfast. Vor Breakfast. Okay. Wie warst du shoppen? Warst du draußen und hast einfach irgendwelche Leute auf Englisch angeredet, wo man einkaufen kann? Womens. Mhm. I speak English, mhm. But they don't speak English. But they don't speak English. No. Da ist der Hund. The dog. Fernseher, Kamin, keine Ahnung, wofür wir den brauchen. The kitchen. Da ist die Couch. And this is my bedroom. Da ist der Hund. Servus, Hund. Ja, 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 ja. Zeigt uns dein Zimmer. Very, very good. I sleep very good. Ja, sehr gemütlich. Wir haben wirklich unfassbar gut geschlafen. Das ist Omas Zimmer. Bad ist auch sehr, sehr schön. Gibt's gar nichts. Das ist wirklich sehr, sehr hübsch. Mein Zimmer schaut ganz, ganz genauso aus. Da ist noch ein kleiner Vorhang, der die Zimmer trennt. Da haben wir mein Zimmer. Schaut natürlich schon ein bisschen aus, weil hier schon brav gearbeitet wurde. Da geht's direkt raus in den Garten. Und da, Leute, geht's dann raus in den Sonnenschein. Schaut euch das mal an. Was ist das für ein legendärer Garten? Da hinten ist gleich das Meer. Garten ist riesig. Bin ich heute schon herumgetollt und auch schon in Hundescheiße gestiegen. Ja, 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 ja. Ja, du kleiner Verbrecher. Weißt ganz genau, wen ich da anspreche, oder? Da ein paar liegen. Da ist noch ein Griller. Den werden wir vermutlich nicht verwenden. Wir waren gestern den ganzen Tag in der Produktionsstätte unterwegs. Wir haben uns alles angesehen. Es war super spannend. Erzähle ich euch ganz, ganz kurz. Gestern sind wir angekommen am Flughafen. Sind direkt abgeholt worden von meinem Produktionsleiter. Wo sind wir dann hingefahren? Essen. Zuerst einmal essen. Wir haben so einen Hunger Fisch gehabt. Fisch essen. Sechs Stunden sind wir gefahren. Wir sind ja schon um 4.30 Uhr aufgestanden. Ja, Fisch essen. Fisch war Bombe. Dann direkt in die Produktionsstelle. Und dann ging es schon los mit der Managerin. Genau, die hat uns Sandra. Mal... Wir haben uns die komplette Produktionsstätte angeschaut, wo alle Sachen zusammengenäht werden, wo die ganzen Stoffe angeliefert werden, wo die einzelnen Pieces von M&M entstehen. Sind dann direkt, nachdem wir ein paar Samples schon mal angesehen haben für die nächste Kollektion, sehr spannende Dinge. Ich habe teilweise schon ein paar Sachen gelegt, sind wir dann direkt in die Wäscherei. In der Wäscherei haben wir uns unterschiedliche Waschungen angeschaut, haben uns angeschaut, wie die ganzen Jeans und Stoffe gefärbt und die gewaschen Hoodies. Werden. Die Hoodies. Die Hoodies waren ja das. Die Hoodies, gell? Genau. Ja, die Jeans in den großen Waschmaschinen, die wir dort gesehen und haben. Und Zentrifugen und Färben. Alle möglichen Farbtöne, die man machen kann, alle möglichen Waschungen, die man natürlich auch machen kann. Auch für die nächsten Kollektionen habe ich mir immer angeschaut, damit ich weiß, was können wir machen, was können wir verwenden. Mhm. Haben wir natürlich auch einige andere Marken dort gesehen, wie Balenciaga, Off-White, Jacquemus, Balmain. Sehr das ist spannend. Ja, eine große Fabrik. Dann sind wir gleich weiter in die Stickerei. Also die Stickerei, da die waren war Wahnsinn, gell? Maschinen mit vielen Farben von Garn und die haben so ordentlich gestickt, da war kein Fehler, gar nichts drin. Gerade Givenchy und Balenciaga produzieren sehr, sehr viel dort. Gegenüber war dann das Printing, wo sie uns die unterschiedlichen Formen des Printings gezeigt haben. Genau. Ja. Was die alles machen, um keine Ressourcen zu verschwenden, dass das alles GOTS versiegelt ist. Das ist eigene Überprüfungsformen, um genau zu schauen, dass das alles umweltschonend und nachhaltig produziert wird. Umweltfreundlich, sehr. Denn sie verwenden wieder... Mhm. Das Wasser. Das Wasser. Genau. Und wird wieder das Wasser verwendet, was sie von den Stoffen entzogen haben. Genau, richtig. Das haben sie uns alles gezeigt, dass das nachhaltig, umweltfreundlich gemacht wird. Das haben wir uns alles angeschaut. Dann waren wir noch ewig lang in meiner Produktionsstätte, weil wir die neue Kollektion besprochen und geplant haben, gell? Ja, das war auch interessant. Alles auf Englisch. Alles auf Englisch musste er reden, der Maximilian. Sehr gut gesprochen. Und auch einen Teil habe ich auch verstanden. Und dann sind wir endlich essen gegangen, gell? Ja, das war ja schon 12 Uhr Mitternacht.
Ja, fast. Wir waren sehr lange am Arbeiten. Angekommen mit dem Flieger, durchgehend von Termin zu Termin, Kollektion besprechen, dann endlich essen und dann sind wir da eingecheckt in unserem Paradies, gell? Ja, wir haben gar nicht geschaut. Gebadet und genau. In die Haie. Jetzt den Vormittag noch genossen, ja. Gearbeitet. Jetzt schauen wir ans Meer. Goodbye, meine Lieben. Gehen wir, haben wir uns ans Meer, oder? Schön da, gell? Da geht es jetzt da vorne direkt zu mir. Da hinten haben wir jetzt schon mit so Eingeborenen gesprochen und die sind so lustig. Ah, das sind Pinien, gell? Wie die Häuser sind teilweise echt schöne Häuser auch. Wahnsinn, Leute. Das ist echt, echt schön. Da hinten geht es dann direkt zu mir. Das war's, Oma. Trip zu Ende, jetzt geht's nach Hause. Und wie hat's dir gefallen? Wunderschön. Anstrengend der erste Tag, aber dann ist es immer besser geworden. Ja, wirklich, war nicht mehr so viel Stress. Dann haben wir ein bisschen auf Freizeit gehabt. Ja, stimmt. Jetzt geht's ab zum Flughafen. Ja. Wir haben heute Vormittag noch das Meer genossen, gell? Ja. Ein bisschen windig war es immer. Ich bin leicht angeschlagen, die Lymphknoten. Aber ansonsten passt alles, gell? Ja. Schön war's. Dankeschön. Sehr gerne, Oma. Danke. Ab nach Hause. Das war die Überraschung von dir. Das war eine gescheite Überraschung, ja. Gell? Das war die Überraschung von dir. Hat mich gefreut. Mich auch, Oma. Spaß hat's gemacht. Danke. Ja.